Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht. Und zwar die Leinenaggressivität bei Menschen. Ja, ich werde auch auf die Aggression von Hunden eingehen, aber in erster Linie geht es mir mal darum, wie wir Menschen uns verhalten, wenn unsere Hunde an der Leine rumpöbeln. Viele von euch kennen diese Situation. Man ist mit seinem Hund unterwegs, in der Ferne sieht man schon einen anderen Hund und sofort setzen wir uns das Blaulicht auf den Kopf. Unser Hund wird hingehen und sagen, oh nein, schon wieder diese Situation, schon wieder dieser Hund, schon wieder diese Kurve, schon wieder dieser Weg. Und mein Mensch fängt schon Stress an, wenn ich noch gar keinen habe. Ein großer Fehler besteht darin, dass viele Menschen schon im Kopf den Stress aufbauen, dann eben ans Gefühl weitergeben und dann auf den Hund übertragen. Der Hund spürt das und merkt sofort, hier stimmt irgendetwas nicht. Bei manchen Hundehaltern geht das schon seit Tagen so. Bei manchen seit Monaten, ja, und manche haben leider dieses Problem schon seit Jahren. Dadurch isolieren sich viele Hundehalter und gehen nur noch Wege, wo sie niemandem begegnen. Man findet dann auch irgendwann so Entschuldigungen wie, ach, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Stress, ach, ich gehe sowieso am liebsten ganz alleine spazieren. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Hunde gerne mit Artgenossen in die Kommunikation gehen würden, ja, dann verbieten wir Menschen das den Hunden. Also raus aus der Isolation. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr Angst vor der Konfrontation habt, dann seid mutig. Dann sprecht andere Leute an. Und jetzt komme ich zum Thema. Wenn wir also in eine Begegnung mit einem anderen Hundehalter kommen und wir sind schon gestresst, weil unser Hund auch gestresst ist, ja, dann begegnen wir uns als Menschen häufig unfreundlich. Also unsere Hunde fangen an rumzupöbeln und wir versuchen dann in der Situation einen Schuldigen zu finden. Also dein Hund hat ja auch angefangen. Ja, nee, also deiner hat doch meinen angestiert. Und dann fangen die Menschen an, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, warum ihre Hunde denn so ein Verhalten zeigen. Viele Leute brüllen sich tatsächlich dann auch an und versuchen irgendwie am besten aus der Situation rauszukommen, indem sie im anderen die Schuld sehen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil gerade in solchen Situationen brauchen unsere Hunde eure gute Energie. Die Hunde haben eh schon Stress und merken, boah, alles ist hier angespannt, wie kommen wir jetzt durch die Situation durch? Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn ihr Verständnis füreinander habt. Ihr Menschen. Wir dürfen hingehen und in solchen Situationen ganz klar und offen kommunizieren, hey, ich habe gerade Stress mit dieser Situation. Ich wünschte mir, ich könnte, ja, harmonischer auf meinem Spaziergang unterwegs sein. Ich wünsche mir, dass ich mit anderen Hunden und mit anderen Menschen spazieren gehen könnte, aber ich isoliere mich immer mehr. Wenn wir das klar und deutlich kommunizieren, dann können wir von 10 Begegnungen mindestens die Hälfte besser, harmonischer gestalten. Wenn wir aber immer wieder gleich in diese Situation reingehen und uns vorher schon diesen Riesenkopf machen, oftmals beginnt das ja schon zu Hause. Ich kenne ganz viele Beispiele aus meinen Coachings, wo die Leute mir erzählen, ja, also wenn ich meinem Hund schon das Geschirr oder das Halsband anziehe, drinnen, also im Haus, dann überlege ich schon ganz genau, wo ich jetzt hingehe und wo ich wen treffen könnte und wo es wann Stress gibt. Das spürt der Hund auch. Also versucht einmal zu Hause ein bisschen positiver in den Spaziergang zu gehen. Beginnt schon zu Hause zu sagen, ich freue mich jetzt auf den Spaziergang. Ich habe totale Lust auf die Zeit mit meinem Hund. Und ich habe auch Lust, Menschen zu treffen mit ihren Hunden.
Du bekommst, was du gibst, also versuche es auszustrahlen. Versuche einfach bei deinem Spaziergang freundlicher zu sein. Schenke doch anderen Hundehaltern einfach mal ein Lächeln, selbst wenn dein Hund ausrastet oder der andere. Vielleicht findet ihr ja so Gemeinsamkeiten. Also, wenn man sich mal überlegt, es gäbe eine Stadt, wo es nur Problemhunde gäbe. Und diese Problemhunde würden immer wieder mit anderen Problemhunden zusammenkommen und man würde gemeinsam spazieren gehen. Wie toll wäre das denn? Dann hätte man doch viel mehr Verständnis füreinander. Also verurteilt euch bitte nicht gegenseitig. Auch die Menschen, die mit ihren Hunden unterwegs sind und haben Probleme mit ihnen, geben ihr Bestes. Diese Hunde kommen meistens eben aus dem Tierschutz, die haben Vorgeschichte, die sind traumatisiert und genau diese Menschen geben gute Energie in diesen Hund rein. Sie geben sich die Mühe, damit dieser Hund eine Chance hat, ganz normal als Hund unterwegs zu sein. Also verurteilt die Leute bitte nicht, wenn sie mit ihrem Hund nicht klarkommen, sondern versucht einfach ein wenig mehr Verständnis und Respekt aufzubauen. Also so Sprüche wie, boah, das ist aber eine aggressive Töle oder boah, der müsste ja irgendwie, weiß ich nicht, was mitgemacht werden, finde ich absolut nicht in Ordnung. Geht lieber hin und sagt, okay, du hast ein Problem mit deinem Hund, wenn ich dir irgendwie helfen kann, auf Abstand, dann gebe mir doch Bescheid. So haben auch die Hunde, die schon einen schwierigen Weg hinter sich haben, jetzt die Möglichkeit, mal wieder neu in Situationen reingehen zu dürfen. Ihr Menschen, wir dürfen diesen Hunden dabei helfen. Hunde sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn der Mensch ihnen auf ihrem Weg hilft. Also, versucht bitte einmal etwas freundlicher zu sein. Mit euch, mit eurem Hund und mit anderen Hundehaltern. Ach übrigens, das hat eigentlich gar nichts mit Mensch-Hund-Beziehungen zu tun, wenn man respektvoll, liebevoll und eben mit ein bisschen mehr Verständnis miteinander umgeht. Versucht es einfach auch mal bei der Kassiererin im Supermarkt oder wenn ihr irgendwo zum Arzt geht. Seid mal ein bisschen freundlicher. Aber ich habe ja auch Verständnis. Viele Leute sind ja mittlerweile echt total genervt. Richtig genervt. Also entweder von Corona, entweder vom Wetter oder entweder von irgendwelchen politischen Ereignissen, die da jetzt gerade stattfinden. Man wird nur noch bombardiert mit negativen Ereignissen, mit negativen Dingen. Also sind die Menschen auch schon sehr negativ eingestellt in ihrer Grundeinstellung. Und das übertragen viele wiederum auf ihre Hunde und auf ihre Mitmenschen. Und da wünsche ich mir, dass wir ja jetzt 2022 jetzt endlich dazu nutzen, zu sagen, hey, lasst uns einfach mal ein bisschen respektvoller, liebevoller und harmonischer miteinander umgehen. Das ist nie zu spät. Jeder kann dazu etwas beitragen. Also selbst wenn jeder nur ein kleines Licht anzündet, klingt jetzt kitschig, aber dann wird es echt mal ein bisschen heller, weil ich habe die Nase davon gestrichen voll, dass hier immer alles so, ja, schlecht geredet wird. Freut euch lieber mal an den Dingen, die ihr habt und die positiv sind und übertragt das wieder auf eure Hunde. Gerade beim Spaziergang ist es enorm wichtig, dass ihr eurem Hund zeigt, hey, ich bin gut drauf. Auch wenn du gerade dich völlig daneben benimmst, aber ich bin gut drauf und ich werde trotzdem die andere Person grüßen und ich werde trotzdem wieder diesen Weg gehen, auch wenn ich mehrere Anläufe brauche. So, also macht euch jetzt auf den Weg, wenn ihr spazieren geht und versucht eine positive Grundeinstellung zu bekommen, versucht einfach ein bisschen mehr Verständnis für euch und für andere zu haben und dann wird der Weg schon leichter. Außerdem akzeptiert doch einfach mal, dass euer Hund schon mal einen schlechten Tag hat, so wie ihr. Akzeptiert und respektiert bitte einfach auch, dass euer Gegenüber, sprich den Menschen, die ihr in eurem Leben begegnet, vielleicht gerade auch einen Schicksalsschlag hinter sich haben oder eben einfach nur einen blöden Tag hatten. Habt da Verständnis für und versucht wieder mal ein bisschen gemeinsam zu sein. Also sprecht nicht übereinander, sondern miteinander. Das
ist der Tipp für die Leinenaggressivität bei euch. Wenn euer Hund jetzt trotzdem immer wieder ausflippt, wenn ihr nicht in eurer Balance seid, wenn ihr nicht mit euch zufrieden und nicht glücklich seid, dann achtet mal genau darauf, warum er ausflippt. Zwingt ihr ihn, sich mit allen Hunden zu verstehen? Hat er vielleicht schlechte Erfahrungen mit einem anderen Hund gemacht? Ist er vielleicht einfach ein Hund, der an der Leine ja eine Unfreiheit erlebt und nicht klar in die Kommunikation gehen kann? Vielleicht hat er auch Angst an deiner Seite. Vielleicht führst du ihn nicht souverän genug. Wenn also dein Hund immer wieder an der Leine ausflippt, dann rate ich dir, dir professionelle Hilfe an die Seite zu holen und dich mal filmen zu lassen. Ja, lass dich mal aufnehmen und schau mal, wann flippt dein Hund aus, wie flippt dein Hund aus, was machst du eigentlich, redest du unentwegt mit ihm, ruckst du an der Leine, bist du vielleicht sogar aggressiv, bist du total genervt oder bist du viel zu viel mit deinem Hund alleine unterwegs in der Einsamkeit? Weil wer nur noch morgens um 5 Uhr allein in den Wald geht und abends und niemandem mehr begegnet, der kann in solchen Situationen nichts mehr lernen. Warum? Weil er solche Situationen meidet. Und wer solche Situationen fortlaufend meidet, der hat keine Chance zum Lernen. Also, sucht euch bitte professionelle Hilfe, damit dieses Problem ein Ende findet. Weil ich erlebe so viele Menschen, die massiven Stress mit ihren Hunden an der Leine haben und die Leute sind dann meistens selber auch noch total gestresst und aggro. Das bringt nichts. Habt Verständnis für euren Hund, für euch und für all die anderen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und vor allen Dingen mal einen Spaziergang mit ein bisschen mehr Harmonie und Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.